Ja, ich möchte zunächst mich mal bedanken für die Einladung zu dieser schönen und wichtigen Tagung. Ich möchte beginnen mit einem Statement, das eigentlich nicht im engeren Sinne zu dem gehört, was ich dann zum Thema Philosophie und Antisemitismus bei Heidegger auszuführen gedenke, aber was ein bisschen an die Diskussion, an die Eröffnungsdiskussion mit Herrn Marten und Frau Heinz und Herrn Hutter anknüpft, nämlich an die Frage, was wir eigentlich noch von Heidegger wollen oder erwarten können. Wenn ich das vorneweg sage, dann wird vielleicht auch klar, wie ich eben zu diesem Denken stehe, was heißt obwohl oder meines Buches, also gegen den Sinn meines Buches über die jüdische Weltverschwörung. Dazu ein Zitat von Habermas, dass man in einem Interview finden kann, das er im August dieses Jahres noch gegeben hat. Unter Prämissen nachmetaphysischen Denkens hat die Philosophie heute, anders als Mythen und Religionen, keine weltbilderzeugende Kraft mehr. Sie navigiert zwischen Religion und Naturwissenschaften, Sozial- und Geisteswissenschaften, Kultur und Kunst, um zu lernen und im bestehenden Selbstverständnis Illusionen zu tilgen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und dann heißt es, Philosophie ist heute ein parasitäres, von fremden Lernprozessen zehrendes Unternehmen. Die Frage ist, anknüpfend daran vielleicht, ist die Philosophie ein Parasit der Einzelwissenschaften oder, etwas pathetisch gesagt, ein Parasit der Freiheit? Für Heidegger war sie wohl offensichtlich das Zweite. Und das verbindet ihn mit der Philosophie, die es vielleicht, darin kann man ja mit Habermas übereinstimmen, heute nicht mehr gibt, die vielleicht fehlt oder vielleicht auch nicht fehlt. Ich meine damit Folgendes: Die Rezeption und Wirkung eines Philosophen ist nicht vollkommen beherrschbar, nicht vollkommen domestizierbar. Die Wissenschaft hat die Rezeption nicht im Griff, selbst wenn sie philologisch ihre Arbeit macht und machen muss. Welche Zukunft welcher Philosoph hat, ob Philosophie überhaupt eine Zukunft hat, ob also Gestalten, wenn ich das so sagen darf, wie Nietzsche, wie Heidegger, aber auch wie Husserl, wie Wittgenstein, diesen verrückten Österreicher, oder Arendt oder Adorno noch möglich sein werden, ob solche Figuren noch möglich sein werden, weiß doch wohl niemand. Ich würde allerdings sagen, dass es ein großer Verlust wäre, wenn die Philosophie vollkommen zu einem Parasit der Einzelwissenschaften mutieren würde. Ein Zitat eines Autors, der nicht gerade an der Seite Heideggers steht: Wir haben es mit der Neutralisierung von Freiheit zu tun. Und dann heißt es, Widerstand gegen den wissenschaftlichen Betrieb ist noch eine Aufgabe, die der Philosophie geblieben ist, schreibt Adorno 1964/65. Ich würde zumindest sagen wollen, dass es einfach eine extreme Verengung der Philosophie wäre, wenn sie mit ihrer universitären Institutionalisierung identifiziert würde. Adorno und Heidegger hätten hier sicherlich miteinander übereingestimmt. Ich möchte über Philosophie und Antisemitismus bei Heidegger sprechen, gehe aber davon aus, dass Antisemitismus und oder Antijudaismus die Philosophie als Ganze betrifft. Ich werde dazu gleich einiges sagen, beziehungsweise das wird im Verlauf dann meines Vortrags wahrscheinlich klarer werden, was ich damit meine. Dass Heideggers Aufzeichnungen über die betont rechnerische Begabung und die Weltlosigkeit des Judentums, über das Weltjudentum als der Art von Menschentümlichkeit, die schlechthin ungebunden die Entwurzelung alles Seienden aus dem Sein als weltgeschichtliche Aufgabe übernehmen könne, und das so, also dieses Weltjudentum,
überall unfassbar sei, oder eine Aufzeichnung über die Judenschaft als dem Prinzip der Zerstörung im Zeitraum des christlichen Abendlandes. Also dass diese und noch ähnliche Bemerkungen antisemitisch sind, steht, denke ich, außer aller Diskussion. Heidegger hat in der Zeit zwischen 1938 und 1947-48 sein Ressentiment gegen das Judentum, das wir vor allem aus Briefen an seine Frau, aber auch an Hannah Arendt kennen, philosophisch potenziert. Wenn aber die Frage, ob Heideggers Äußerungen antisemitisch sind, eindeutig zu beantworten ist, kann die Frage, was für eine Art von Antisemitismus sich in den schwarzen Heften äußert, zu unterschiedlichen Antworten führen. Es genügt keineswegs, Heideggers Aufzeichnungen moralisch zu verurteilen, vor allem auch dann, wenn meines Erachtens im wissenschaftlichen Kontext keineswegs einfach zu klären ist, wie moralische Urteile im Rahmen einer funktionalen Institution begründet werden können und, was vielleicht noch wichtiger ist, praktisch realisiert werden können. Diese moralischen Urteile erreichen also den philosophischen Diskurs meines Erachtens nicht und greifen zu kurz. Sie sind zwar im Sinne der Differenzierung unausweichlich, bleiben aber ein Moment der allzu häufig nur um sich selbst kreisenden Heidegger-Forschung. Die Frage, was für ein Phänomen der Antisemitismus überhaupt ist und wie Heideggers Antisemitismus zu dieser allgemeineren Erscheinung steht, blieb in den letzten Diskussionen allzu oft unbeachtet. Vielleicht lässt sich erst in einer breiteren Kontextualisierung wirklich verstehen, mit was für einem Problem wir hier es zu tun haben. Um Heideggers antisemitische oder auch antijudaistische Bemerkungen in einem breiteren Kontext diskutieren zu können, möchte ich mich auf ein Buch beziehen, das vor 2 Jahren in den Vereinigten Staaten veröffentlicht wurde. Es heißt in deutscher Übersetzung Antijudaismus, eine andere Geschichte des westlichen Denkens, und stammt von dem Historiker David Nirenberg. Nirenberg interessiert sich dafür, den Antijudaismus nicht bloß als eine, wie es heißt, Haltung gegenüber Juden und ihrer Religion zu verstehen, sondern als einen Weg, sich kritisch mit der Welt auseinanderzusetzen. Ich zitiere: Judentum ist also nicht nur die Religion spezifischer Menschen mit spezifischem Glauben, sondern auch eine Kategorie, ein Repertoire von Ideen und Attributen, mit denen Nichtjuden ihre Welt deuten und kritisieren können. Es wird zu zeigen sein, dass diese beiden Momente, also faktische Religion und die Ideen dazu, die Ideen über das Judentum, im Grunde kaum etwas miteinander zu tun haben. Das Repertoire von Ideen und Attributen hat sich nach Nirenberg schon sehr früh, nämlich bei den Ägyptern, gebildet, um dann im Durchgang durch das Christentum und den Islam in der Moderne, zuletzt in den intellektuellen Diskursen der Weimarer Zeit, zu landen. Dort, unter anderem bei der Davoser Disputation zwischen Heidegger und Cassira, enden Nirenbergs Ausführungen. In ihr, auch in dieser Diskussion, kann er Ideen und Attribute eines Antijudaismus markieren, die seit Jahrtausenden die westliche Kultur mitbestimmen. Warum aber betont Nirenberg so sehr die Kritik? Inwiefern kann er behaupten, dass kritisches Denken durch Reflexion über das Judentum entstanden sei und dadurch auch das Jüdischsein erzeugt habe, das es in der Welt kritisiere? Nirenberg bezieht sich bei seinem Verständnis keineswegs auf die kantische Auffassung dieses Begriffs, sondern, wie es da heißt, auf jene Gruppe junger deutscher Philosophen in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die sich als Pioniere einer sogenannten kritischen Kritik betrachteten. Genauer gesagt, für Nirenberg ist es Marx, der in seinem Aufsatz zur Judenfrage kritisch bemerkt, dass, wie es bei Marx heißt, die bürgerliche Gesellschaft aus ihren eigenen Eingeweiden fortwährend den Juden erzeuge. Hier entdeckt Nirenberg einen Kulminationspunkt des Antijudaismus, der in der Entstehung der sozialen und politischen Kritik, nicht in der kantischen Kritik, die für Nirenberg
übrigens mit antijudaistischen Stereotypen operiert, wo also diese soziale und politische Kritik sich selbst durchsichtig wird. Vermutlich müsste man hier klarer als Nirenberg selbst zwischen einer antijudaistischen Kritik, die ohnehin keinen faktischen Gegenstand haben soll, und einer Kritik dieser Kritik differenzieren. Wie dem auch sei, ob Nirenberg mit diesen Ausführungen zur Kritik recht hat, ist nicht mein eigentliches Problem. Mir geht es mit Nirenberg vielmehr um die Frage, ob die Referenz des Antijudaismus eine reale Erscheinung darstellt oder ob der Antijudaismus oder Antisemitismus eine Weltsicht präsentiert, in der die Bedeutung »die Juden« eine Funktion in der Selbstverständigung jener darstellt, die vom Juden oder Jüdischsein sprechen, ohne dass dieser Bedeutung eine reale Referenz entspricht. Das, was ich hier als reale oder faktische Referenz bezeichne, ist natürlich in der Philosophie stets problematisch. Würde Philosophie sich stets auf Wirkliches beziehen, also nur auf Wirkliches beziehen, wäre sie eine spezifische Wissenschaft, wie zum Beispiel die Soziologie. Daher geht es mir sehr grob um die Frage, ob der philosophischen Rede Heideggers in den schwarzen Heften überhaupt etwas in der Welt entspricht oder nicht. Und das ist im Großen und Ganzen auch mithin Ihre Frage gewesen. Man kann das natürlich mit der Frage im heideggerschen Diskurs nach dem Verhältnis von Geschick und Historie verbinden. Ich möchte Ihnen noch einen weiteren Gedanken Nirenbergs vorstellen, damit etwas deutlicher wird, womit ich mich hier beschäftigen möchte. Im Kontext der Auslegung antijudaistischer Bemerkungen von Hegel sagt er einmal, Nirenberg, aber wir fragen nicht, ob Hegel oder irgendein anderer Denker Antisemit war oder nicht. Wir wollen nur erkennen, ob das Judentum eine spezielle Funktion in den Systemen spielte, die unsere unterschiedlichen Denker entwarfen, um die Welt zu beschreiben und zu verstehen. Wir fragen, auf welche Art diese Funktion es beeinflusste, wie der Platz von Juden in der Welt wahrgenommen und verstanden werden konnte. Man kann das Problem auch so formulieren. Ist der Jude ein Mythos, der gebildet wurde, weil er bestimmte Funktionen in der Selbstinterpretation der Mythologen erfüllt? Oder ist der Jude eine reale Gestalt, auf die der Antijudaist irgendwie reagiert? Diese Frage diskutiert Nirenberg mit drei Philosophen, die sich zu ihr geäußert haben, zu dieser Frage nämlich. Er diskutiert mit Jean-Paul Sartre, mit Hannah Arendt und mit Adorno bzw. Horkheimer. Alle drei Philosophen haben sich gerade zu diesem Problem einer möglichen oder unmöglichen Referenz des Antijudaismus/Antisemitismus geäußert. Was ich nun hier versuchen möchte, ist, das Problem im Kontext von Sartres Reflexion sur la question juive von 1946, von Arendts Origins of Totalitarianism in den USA 51, in Deutschland 55 erschienen und Adornos Dialektik der Aufklärung von 1947 zu reflektieren. Danach werde ich dann versuchen, Heideggers Aufzeichnung aus den schwarzen Heften über die Juden in diesen Bedeutungsumkreis zu situieren. Sartre. Sartres Text entstand vor dem Bekanntwerden der Verbrechen in den Vernichtungslagern. Dennoch hat er später die Überlegung keineswegs revidiert. Sartre ist überzeugt, dass die Juden eine Idee, ein Mythos sind. Die Erfahrung, schreibt Sartre, sei weit davon entfernt, den Begriff des Juden hervorzubringen. Vielmehr sei es dieser, der die Erfahrung beleuchtet. Existierte der Jude nicht, der Antisemit würde ihn erfinden. Freilich eine etwas missverständliche Bemerkung, weil sie als existent bezeichnet, was doch ebenso, wie es im Begriff erscheint, gerade nicht empirisch feststellbar ist. Es sei also die Idee
die man sich vom Juden macht, die die Geschichte zu bestimmen scheine und nicht die historische Tatsache, die die Idee hervorbringe. Die Frage, die sich an diesen Gedanken anschließt, ist die, warum diese Asymmetrie zwischen der historischen Faktizität und der Idee entstanden ist. Was ist der Grund für diesen Abgrund zwischen dem Denken und der Tatsache? Für Sartre verschließt sich der Antisemit den Vernunftgründen und der Erfahrung nicht, so Sartre, weil seine Überzeugung stark sei. Seine Überzeugung sei vielmehr stark, weil er von vornherein gewählt habe, verschlossen zu sein. Der Antisemit habe gewählt, falsch zu schlussfolgern, weil er sich nach Abgeschlossenheit sehne. Diese Abgeschlossenheit ist nicht nur mit der Kälte zu verbinden, der vollkommenen Indifferenz der Täter, von der Adorno später in der negativen Dialektik spricht. Sie ist vielmehr in ihrer Bedeutung weiter zu verstehen. Sartre schreibt: Der Antisemit begreift nur eine Art ursprünglicher und erdverbundener Aneignung, die auf einer echten Besitzbeziehung beruht, bei der das besessene Objekt und seine Besitzer durch ein Band mystischer Teilhabe verbunden sind. Er ist der Poet des Grundeigentums. Damit könnte man meines Erachtens den Begriff des Ortes verbinden. Die Zuschreibung, die das Judentum, wie es im Antijudaismus oder Antisemitismus erscheint, erst hervorbringen, müssen ihren Ursprung in den Produzenten selbst haben. Die Zuschreibung der entwurzelten Existenz, des ständigen Unterwegsseins, also des Nicht-Orthabens, nicht wahr, muss einem Charaktermoment des Antisemiten selbst entspringen. Dass die dem Judentum zugeschriebene universale Mobilität nicht nur etwas Schlechtes, sondern etwas zu Fürchtendes ist, kann nur der Poet des Grundeigentums behaupten. Doch wie kommt es zu diesem Schluss, dieser Petitio Principi, dass man das als zu Fürchtendes bezeichnet, was man immer schon fürchtet und daher ablehnt? Für Sartre, so sagt er, bekennt sich der Antisemit von Anfang an zu einem faktischen Irrationalismus. Wenn sich der Antisemit zum faktischen Irrationalismus bekennt, kann er ihm nicht einfach gleichsam aus Versehen unterlaufen sein. Wie er sich nach Abgeschlossenheit sehnt und auf das Grundeigentum pocht, ich kann auch hinzufügen, auf die Heimat und ihre Erde pocht, so findet er doch das, was er bekämpft, in sich selbst. Was für den Antisemiten den Juden ausmache, so heißt es, sei das Vorhandensein des Judentums in ihm, eines jüdischen Prinzips, vergleichbar dem Phlogiston oder der einschläfernden Macht des Opiums. Man solle sich nicht täuschen, die Erklärungen durch Vererbung und Rasse seien später gekommen. Sie seien nichts als ein dünnes wissenschaftliches Mäntelchen für diese primitive Überzeugung. Bevor er die antisemitischen Rassetheorien entwickelt, entdeckt der Antisemit in sich ein jüdisches Prinzip. Und dieses Prinzip ist hypothetischer Natur wie das Phlogiston. Es macht süchtig, indem es als völkisches Opium die Sinne verwirrt. Also man könnte sagen, Judentum ist Opium fürs Volk. Sartre geht sogar so weit, dieses Prinzip mit einem weiteren Prinzip zu flankieren. Der Antisemit wird von einem metaphysischen Prinzip getrieben, unter allen Umständen das Böse zu tun, selbst wenn er sich dabei selbst zerstören müsste. Dieser Selbstzerstörung, diesem Trieb zur Selbstzerstörung, um nicht zu sagen, diesem Todestrieb im Antisemiten, gibt Sartre einen exakten Sinn. Denn nach ihm verstehe der Antisemit von der modernen Gesellschaft nichts. Er sei unfähig, einen konstruktiven Plan zu entwickeln. Dass sich im Antijudaismus ein starker Affekt gegen die Moderne, die mithin mit dem Judentum identifiziert wird, das ist ein Stereotyp der 20er Jahre, ausspricht,
ist eben ein lang bekannter Topos. Sartre wendet ihn so, dass nicht der Antijudaismus den Antimodernismus, sondern der Antimodernismus den Antijudaismus begründet. Und das führt dann übrigens zu dem Schluss, dass der Antimodernist nichts von der modernen Gesellschaft versteht. In diesem Sinne ist der Antimodernismus bei Heidegger meines Erachtens nur die Rückseite seiner eigenen, von ihm selbst nicht erkannten Modernität. Heidegger gehört auch zu dem, was er selbst bekämpft. Also in diesem Sinne ist tatsächlich vielleicht das Judentum in ihm selbst. Alles in allem fasst Sartre seine Position in folgenden Worten zusammen. Der Jude ist ein Mensch, den die anderen Menschen für einen Juden halten. Das ist die einfache Wahrheit, von der man ausgehen muss. In diesem Sinne hat der Demokrat dem Antisemiten gegenüber recht. Der Antisemit macht den Juden. Also der Antisemitismus hat demnach keine faktische Referenz. Er basiert auf einem großen manichäistischen Mythos vom Juden, mit dem der Antisemit sich seine mythische Welt einrichtet. Ich komme zu Hannah Arendt. Hannah Arendt hat Sartres Position gekannt. In den Elementen und Ursprüngen totaler Herrschaft spricht sie von ihr als einem Mythos, der unter Intellektuellen einigermaßen in Mode kam, seit Sartre den Juden existenzialistisch als jemanden bestimmte, der von anderen als Jude angesehen und definiert werde. Der Ton zeigt schon an, dass Arendt Sartres Überlegungen nicht viel Sympathie entgegenbrachte. Doch so schnöde diese Bemerkung klingt, diese Bemerkung Hannah Arendt so ernst genommen, hat sie dann doch das Problem auf den ersten Seiten ihres ersten Hauptwerks. Ich werde zunächst Arendts systematische Kritik der sartrischen Position bzw. ihr ähnliche Ansichten vorstellen, um dann zu zeigen, wovon sie bei ihrer Analyse des Antisemitismus, sie bevorzugt eindeutig diesen Begriff Antisemitismus, da Antisemitismus, wie sie sagt, offensichtlich nichts mit dem religiösen Judenhass gleichgesetzt zu tun hat, ausgeht. Arendt subsumiert Sartres Überlegungen zur Judenfrage unter Ansätzen, die sie als Ventiltheorie oder Theorie vom ewigen Antisemitismus bezeichnet. Beide Theorien laufen nach Arendt darauf hinaus, eine vollkommene und daher unmenschliche Unschuld und Beziehungslosigkeit der Opfer mit dem, was ihnen geschieht, zu etablieren. Sie räumt zunächst ein, dass sich diese Unschuld in dieser Absolutheit wirklich in den Konzentrations- und Vernichtungslagern vorfinden lasse, dass sie also unserer neuesten Erfahrung entspreche. Doch diese Erfahrung reiche nicht zu, die besagten Theorien zu bestätigen. Diese nämlich ging von der, wie sie sagt, stillschweigenden Voraussetzung aus, dass jüdische Geschichte nichts mit Antisemitismus zu tun haben könne und dass es auf jeden Fall unangebracht sei, hier mit üblichen Mitteln historischen Erkennens zu operieren. Es kann sein, dass sie Sartre mit dieser Kritik im Blick hatte. Sie jedenfalls votiert entschieden dafür, das Phänomen des Antisemitismus mit den üblichen Mitteln historischen Erkennens zu betrachten. Was die Ventiltheorie, die Arendt auch Sündenbocktheorie nennt, also die Ansicht, dass die Juden kontingenterweise mit absurden Anschuldigungen durch die Geschichte hindurch verfolgt worden seien, um eben für bestimmte Erscheinungen wie zum Beispiel Seuchen Schuldige zu finden, wirklich leiste, hat die Philosophin in einem Witz aus den 20er Jahren dargestellt. Ein Antisemit behauptet, die Juden seien am Kriege schuld. Die Antwort lautet, ja, die Juden und die Radfahrer. Warum die Radfahrer, fragt der eine. Warum die Juden, fragt der andere. Also der Witz soll zeigen, dass zwischen den antisemitischen Zuschreibungen, mit denen die Juden es zu tun haben, und der jüdischen Faktizität zunächst einmal kein Zusammenhang besteht. Es ist gleichgültig, ob Juden oder Radfahrer den Ersten Weltkrieg verursacht haben. Die eine Aussage sei so absurd wie die andere. Doch dann formuliert Arendt ihren Einwand. Wolle man erklären, warum sich gerade Juden dazu eignen, zum Sündenbock gemacht zu werden, habe man die These von einer völligen Beziehungslosigkeit zwischen dem Opfer und dem,
was ihm geschehe, aufgegeben und sich auf ganz gewöhnliche historische Forschung eingelassen. Diese historische Forschung werde wiederum wohl kaum etwas anderes zutage fördern, als dass Geschichte von vielen verschiedenen Gruppen gemacht werde und dass, wenn einer Gruppe plötzlich eine so oder anders bestimmte Rolle zugeteilt werde, dies seine geschichtlichen Gründe haben müsse. Und dann fährt sie fort. Damit aber hört der Sündenbock auf, bloß zufälliges Ventil und unschuldiges Opfer zu sein. Er stellt sich als selbstgeschichtlich und der politischen Welt verhaftet heraus. In dieser geschichtlichen Verhaftung hört man nicht auf, mitverantwortlich zu sein, nur weil man das Opfer von Unrecht geworden ist. Diese beiden Sätze sind ohne Zweifel problematisch. Warum sind Opfer mitverantwortlich? Doch sie müssen im Kontext gesehen werden. Arendt betont mehrfach, dass nichts so grauenhaft einprägsam sei wie die vollkommene Unschuld aller, die in der Terrormaschine gefangen wurden. Wenn ich diesen Satz in der möglichst stärksten Bedeutung höre, dann wird damit ausgeschlossen, dass Arendt in der Shoah eine Mitverantwortung der Juden gegeben sieht. Sie betont einmal dementsprechend, dass es hier in der Tat so aussehe, als hätten wir die Sündenböcke jener Theorien vor uns. Es sei keine Frage, dass hier zum ersten Male eine wirkliche Verlockung bestehe, den Antisemitismus als etwas zu erklären, was mit der geschichtlichen Existenz der Juden in keinerlei geartetem Zusammenhang stehe. Zugleich aber scheint sie davor zu warnen, gerade von dieser Erfahrung aus der völligen Unschuld für Auschwitz rückblickend jede geschichtliche Verhaftung, ein seltsamer Begriff, der Juden zu leugnen. Demnach muss es Arendt darum gehen, die Mitverantwortung der Juden in der Entstehung des Antisemitismus darzustellen. Das bedeutet, dass der Antisemitismus sehr wohl eine faktische Referenz enthält. Es muss Juden gegeben haben, die das Aufkommen des Antisemitismus mitverursacht haben. Arendt hat den Punkt, an dem sich der Antisemitismus von der faktischen Referenz abgelöst hat, sehr präzise angegeben. Es sei das Aufkommen der ersten antisemitischen Parteien in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts gewesen, an dem die beschränkte Realbasis des Interessengegensatzes und der nachvollziehbaren Erfahrung verlassen und der Weg beschritten wurde, der schließlich zur Endlösung führte. Im Zeitalter des Imperialismus und in der darauffolgenden Epoche totalitärer Bewegungen und Staaten seien die Judenfrage oder die antisemitische Ideologie unlöslich verquickt mit Problemen, die so gut wie keinen Bezug mehr zu den Realitäten der modernen jüdischen Geschichte hätten. In dieser Epoche spricht Arendt dann auch den von allen faktischen Referenzen befreiten Protokollen der Weisen von Zion als dem Lehrbuch für die Welteroberung, der Bibel einer Massenbewegung, eine Schlüsselstellung zu. Was Arendt in ihrer Geschichte des Antisemitismus leistet, ist zu zeigen, inwiefern im stabilen Nationalstaat das Judentum bedeutende gesellschaftliche Funktionen ausübte. So hätte es zum Beispiel in den deutschen Banken bis in die 20er Jahre hinein seit mehr als 100 Jahren eine Schlüsselstellung innegehabt. Erst mit dem Niedergang des Nationalstaats sei das Judentum in eine Position gekommen, in der es nur noch, wie sie sagt, Reichtum ohne jegliche sichtbare Funktion repräsentiert habe. Reichtum ohne Macht und Hochmut ohne politischen Willen, wie sie sagt, seien aber als parasitär, überflüssig und herausfordernd empfunden worden. Nirenberg macht kritisch darauf aufmerksam, dass Arendt die notwendigen Statistiken so oft Werken entnommen habe, die NS-Ökonomen zur Unterstützung der Parteipropaganda geschrieben hätten. So habe sie sich etwa auf die kämpfende Wissenschaft Walter Franks und seines Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschland bezogen und damit ihre Anklage der Rothschilds und anderer jüdischer Bankiers als reaktionär und Parasiten auf einem korrupten Körper begründet. Arendts Vorgehensweise ist prekär. Einerseits erscheint ihr Insistieren darauf, dass das Judentum ein realer geschichtlicher Akteur sein muss, plausibel. Ist es nicht wirklich so,
dass Sartres Überlegung zur Judenfrage das Judentum als historisches Faktum ausblendet, um ihre Theorie von der antisemitischen Mythologie zu explizieren? Für Arendt kann es sozusagen gar nicht sein, dass das Judentum in der politischen Welt keine Rolle gespielt haben soll. Besteht deshalb nicht in Nirenbergs Ansatz latent ein Problem, weil er den faktischen Juden gerade jede Mitverantwortung an der Geschichte bestreitet oder doch zumindest sich für sie nicht interessiert? Ja, und das ist vielleicht Arendts stärkster Einwand, haben nicht die Mörder der Vernichtungslager, also sind Arendts eigene Worte, haben nicht die Mörder der Vernichtungslager, die ohne alle persönliche Beteiligung nur Befehlen gehorchten, die nicht auf ihren Hass, sondern auf ihre Tüchtigkeit pochten, eine unheimliche Ähnlichkeit mit den unschuldigen Werkzeugen eines unmenschlichen geschichtlichen Prozesses, als die sie die Annahme eines ewigen, also vom Individuum nicht mehr zu verantwortenden Antisemitismus schon immer betrachtet hat. Andererseits überführt Arendt ihren Ausgangspunkt mit einer naiven Methode in eine faktische Erfahrung, von der ausgehend ein Ressentiment plausibel gemacht werden soll. An dieser Stelle scheint sie aus den Augen zu verlieren, was Nirenberg und Sartre einwenden, nämlich dass schon die Sicht auf diese Erfahrung von Ideen und Attributen beeinflusst sein kann, die kaum etwas mit der faktischen Referenz zu tun haben. Kann es nicht sein, dass Arendts Hermeneutik der Geschichte schon von Vorurteilen beeinflusst wurde, die ihr keineswegs bewusst waren? Ist es Zufall, dass Arendt sich vor allem für das Judentum zu interessieren scheint, das, wie Nirenberg formuliert, an Geld gebunden sei? Gibt es in Arendts Sicht auf die Geschichte ideologische Prämissen, die manch ein Kritiker ihrer Schriften selber als antisemitisch bezeichnet, die also genau das bestätigen, was Nirenberg und Sartre behaupten, nämlich, dass vorgeprägte Ideen und Attribute ein Judentum erzeugt haben, das faktisch nicht existierte? Übereinstimmung aber besteht zwischen Arendt und Sartre dort, wo es um die nationalsozialistische Potenzierung des Antisemitismus geht. Als Sartre die Réflexion sur la question juive schrieb, wusste er zwar noch nichts von den Vernichtungslagern, doch sein Gedanke, dass der Antisemitismus des Antisemiten von keinem äußeren Faktor herstamme, hätte sie in Bezug auf den von ihr sogenannten Verwaltungsmassenmord natürlich bejaht. Ich komme zu Adorno. Den Schluss von Adornos und Horkheimers Dialektik der Aufklärung bilden, wie Sie wissen, die Elemente des Antisemitismus. Zu Ihrem Verständnis muss also der Gesamtentwurf des Werkes vorausgesetzt werden. In der Selbstzerstörung der Aufklärung, so heißt es da, im Rückfall der Aufklärung in Mythologie, verkörpert der Antisemitismus also die letzte historische Phase. Der sogenannte Verblendungszusammenhang erlangt in ihr die schrecklichste Konsequenz. Die Juden seien, wie er sagt, heute die Gruppe, die praktisch wie theoretisch den Vernichtungswillen auf sich ziehe, den die falsche gesellschaftliche Ordnung aus sich heraus produziere. Sie seien vom absolut Bösen als das absolut Böse gebrandmarkt worden. Damit übernimmt Adorno grundsätzlich einen Gedanken, den schon Marx formulierte, als er davon sprach, dass die bürgerliche Gesellschaft aus ihren eigenen Eingeweiden fortwährend den Juden erzeuge. Doch was sie produziert, sei nicht eigentlich der Jude selbst, sondern ein Bild des Juden. Der Antisemitismus sei so ein eingeschliffenes Schema, ja ein Ritual der Zivilisation, in dem der Antisemitismus ganz in der falschen gesellschaftlichen Ordnung aufgehe, gäbe es eben keinen genuinen Antisemitismus, wie es gewiss auch keine geborenen Antisemiten gäbe. Die Erwachsenen, denen der Ruf nach Judenblut zur zweiten Natur geworden sei, wüssten so wenig warum, wie die Jugend, die es vergießen solle. Die Unwissenheit des Antisemiten entspringt der gesellschaftlichen Situation seiner Welt. Zwischen Antisemitismus und Totalität habe von Anbeginn der innigste Zusammenhang bestanden. Blindheit erfasse alles. Erst später in der Minima Moralia wird Adorno den gegen Hegel gerichteten berühmten Satz schreiben, kennen Sie natürlich alle, das Ganze ist das Unwahre. Für Adorno vernichtet die Totalität das Einzelne, das Individuelle, das in seinem Schmerz an das Wahre erinnert. In dieser Blindheit, dieser Verblendung kann das Judentum nur als ein bildhaftes, das heißt als ein produziertes erscheinen. Adorno spricht so auch vom Hirngespinst, von der Verschwörung lüsterner jüdischer Bankiers, die den Bolschewismus finanzieren, das heißt vom Hirngespinst der Protokolle der Weisen von Zion. Ähnlich wie Arendt räumt Adorno allerdings ein, dass es die getauften Juden freilich in der Geschichte Europas und noch im Deutschen Kaiserreich zu hohen Stellungen in Verwaltung und Industrie gebracht hätten. Doch diese historische Faktizität spielt für den Antisemitismus keine Rolle. Alles, was der Antisemit über den Juden zu sagen hat,
beruhe auf falscher Projektion. Also Projektion gibt es immer natürlich, aber hier falsche Projektion. An diesem Punkt beginnt für Adorno der Antisemitismus pathologisch zu werden. Der Antisemit sei paranoid. Im Faschismus werde das paranoide Verhalten von Politik ergriffen, um das Objekt der Krankheit realitätsgerecht zu bestimmen. Nun werde ein Warnsystem zur vernünftigen Norm in der Welt. Dabei sei das Pathische am Antisemitismus nicht das projektive Verhalten als solches, sondern der Ausfall der Reflexion darin. Gehören Projektionen zur pathischen Ökonomie des Subjekts, so kann es diese immer auch reflektieren. Nicht so der Antisemit. Anstatt der Stimme des Gewissens höre das Subjekt Stimmen. Anstatt in sich zu gehen, um das Protokoll der eigenen Machtgier aufzunehmen, schreibe es die Protokolle der Weisen von Zion und den anderen zu. Alles in allem betrachtet, befindet sich Adorno also eher auf der Seite von Sartre und Nirenberg. Es gibt keine historische Faktizität, auf die der Antisemitismus eine reale Antwort wäre. Was den Antisemitismus ausmacht, ist gerade sein Realitätsverlust und sein Erfahrungsverlust. Es heißt, anstelle von Erfahrung tritt das Klischee. Wäre der Antisemit mehr auf Erfahrung aus, müsste er seine Klischees, die Stereotypen, die er über das Judentum stülpt, zerbrechen. Der Antisemitismus folgt bruchlos und mit tödlicher Konsequenz einem zur Wirklichkeit versteinerten Schein. Also anders als Arendt, die auf eine historische Erfahrung der Realität zurückgehen will, geht Adorno gerade davon aus, dass der Antisemitismus deshalb entstehe, weil er die Erfahrung scheue. Heidegger, komme zum Schluss. Die Frage ist nun, wie Heideggers antisemitische Aufzeichnung in den schwarzen Heften in dieses Feld, wie sich diese Aufzeichnung in dieses Feld der Antisemitismusdeutung einschreiben lässt. Kann man in diesen Bemerkungen eine faktische Referenz überhaupt verifizieren oder bleibt alles eine antisemitische Mythologie des Poeten des Grundeigentums, ein Klischee oder sogar eine falsche Projektion? Und was wäre dann, wenn ich zugeben müsste, dass Heideggers Antisemitismus mindestens ein Mythos, wenn nicht eine Phantasmagorie ist? Was würde das für diesen Antisemitismus selbst bedeuten und darüber hinaus für den gesamten Rahmen, in dem dieser Antisemitismus erscheint, nämlich für die sogenannte Geschichte des Seins? Heideggers Äußerungen über die Juden sind antisemitisch im Sinne Sartres und Adornos. Sie verwenden Stereotype, die auf kein historisches Faktum verweisen. Dem entspricht Heideggers nicht existierende Beschäftigung mit dem Judentum. Weder lässt sich eine spezifische Lektüre und Auslegung des Alten Testaments aufweisen, noch ein Interesse für jüdische Autoren wie zum Beispiel Buber und Rosenzweig. Es gibt keine Bezugnahme auf den zionistischen Diskurs der 20er und vor allem der frühen 30er Jahre, wie es auch keine Bezugnahme auf antisemitische Diskussionen gibt. Zwar hatte Heidegger viele jüdische Studenten, doch diese waren, könnte man doch wohl sagen, so sehr assimiliert, dass das Judentum zwischen ihnen offensichtlich kein Thema war. Selbst das Gespräch mit Hannah Arendt nach ihrer Rückkehr nach Deutschland Anfang der 50er Jahre bleibt in Klischees stecken. Eine Annäherung an das Judentum hat es, wenn man die bisher veröffentlichten Texte in Betracht zieht, niemals gegeben bei Heidegger. Wenn aber Heideggers Äußerungen über das Judentum in den schwarzen Heften keine reale Referenz aufweisen, kann nach ihrer Bedeutung für den heideggerschen Text selbst gefragt werden. Und das ist ja das Problem. Ich nehme noch einmal auf, was Nirenberg in Bezug auf Hegel betont hat. Es gehe nicht darum, ob der Denker Antisemit war oder nicht. Es gehe darum zu erkennen, ob das Judentum eine spezielle Funktion in den Systemen spielte, die unsere unterschiedlichen Denker entwarfen, um die Welt zu beschreiben und zu verstehen. Welche Funktion also hat Heideggers Rede vom Weltjudentum, wie wir sie am Ende der 30er Jahre in den Überlegungen und Anmerkungen finden? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich eine der besonders problematischen Aufzeichnungen zitieren. Anfang der 40er Jahre schreibt Heidegger einmal: Die Frage nach der Rolle des Weltjudentums ist keine rassische, sondern die metaphysische Frage nach der Art von Menschentümlichkeit, die schlechthin ungebunden die Entwurzelung alles Seienden aus dem Sein als weltgeschichtliche Aufgabe übernehmen kann. Die primäre Quelle des Begriffs des Weltjudentums, das ist nun mal so, sind die Protokolle der Weisen von Zion. Sie indizieren den Mythos einer jüdischen Weltverschwörung. Heideggers Charakterisierung an anderer Stelle, dass das Weltjudentum überall unfassbar sei, um dabei doch in den Geschehnissen des Zweiten Weltkriegs eine Rolle zu spielen, gehört zu diesem Mythos. Arendt bezeichnet die Protokolle
als die Bibel einer Massenbewegung. Und ich möchte hinzufügen, dass es eine Menge Christen gibt, die keineswegs die Bibel gelesen haben. Das ist auch nicht nötig. In einem allgemeinen Sinne ist jeder Christ, der in der christlichen Kultur aufgewachsen ist. Heidegger schreibt dem Weltjudentum eine metaphysische, keine rassische Bedeutung zu. Damit erhalten sie eine Rolle in dem philosophischen Narrativ, das Heidegger vor allem in den 30er und 40er Jahren entfaltet, in der Geschichte des Seins. In ihrem Rahmen erzählt Heidegger die apokalyptische Geschichte, dass in der Vollendungsphase der Seinsvergessenheit oder des Nihilismus die Welt von der Übermacht der Machenschaft, der Technik, okkupiert wird. Die ontologische Differenz, die das Verhältnis zwischen dem Sein und dem Seienden, das, wie Werner Beyerfeld es einmal betont, ja schon bei Plotin zu finden sei, wird nun insofern gesprengt, als das Seiende einen unbedingten Vorrang vor dem Sein erhalte. Es gibt nur noch einen technischen Betrieb des Seienden. Dieses technische Betreiben aber muss nach Heidegger von einer besonderen Art von Menschentümlichkeit ausgeführt werden, dem Weltjudentum. Dieses sei schlechthin ungebunden, also selbst entwurzelt in existenzieller und intellektueller Hinsicht und könne daher die weltgeschichtliche Aufgabe der Vollendung der Seinsvergessenheit übernehmen. Dieses Narrativ sagt nichts über das Judentum aus. Das Weltjudentum in Heideggers Text erfüllt vielmehr einzig und allein eine mythologische Funktion in der Erzählung der Seinsgeschichte. Wenn daher Heidegger-Interpreten wie zum Beispiel David Krell in einer Rezension der Überlegung erschienen in der renommierten Zeitschrift Research in Phenomenology sich fragen, warum Heidegger in den späten 30er Jahren, als er sich vom Nationalsozialismus in vielen Hinsichten befreit hatte, zum, wie es heißt, tiefsten Level einer solchen antisemitischen Propaganda herabgesunken sei, dann lässt sich einigermaßen konsequent antworten, weil eine spezifische Rolle im Drama der Geschichte des Seins zu besetzen war und kein anderer diese Rolle so gut spielen konnte wie das Weltjudentum. Es ist seltsam, dass das Verstehen und die Beschreibung der Welt nicht selten zu fantastischen Erzählungen greifen muss, die nichts mit der historischen Faktizität der Geschehnisse zu tun haben. Heidegger hat allerdings sehr häufig darauf hingewiesen, dass Historie und Technik dasselbe seien und das heißt, dass die Rede von einer historischen Faktizität der Geschehnisse sowieso philosophisch völlig irrelevant sei. Zugegeben, die Philosophie geht über die historische Faktizität der Welt hinaus und seine Bedingungen die Philosophie geht über die historische Faktizität der Welt hinaus. Sie transzendiert und transformiert das Faktische, indem sie nach seiner Herkunft und seinen Bedingungen fragt. Kann sie sich dabei aber so sehr von der Wirklichkeit abschließen, um an Sartre zu erinnern, dass sie nur noch ihre eigene Geschichte erzählt? Hier, in dem, was Heidegger dann selbst die Mythologie des Ereignisses nennt, liegt meines Erachtens das eigentliche Problem dieses Denkens, das so droht, nur noch in sich selbst zu kreisen, nur noch auch sich selbst ernst zu nehmen. Dass der Antisemitismus auf einem großen manichäistischen Mythos vom Juden, also Sartre, beruht, dass er eine falsche Projektion Adorno sei, sagt natürlich nichts aus über seine politischen Folgen, die sehr realistisch zur Shoah führten. Es wurde schon häufig betont, dass gerade ein Denken, das sich von der Wirklichkeit abwendet, um auf mythischen Höhen zu wandern, in politischer Hinsicht zu schrecklichen Entscheidungen gelangen kann. Die Ideologien des 20. Jahrhunderts bezeugen diesen Horror. Sartre schreibt in seinen Reflexions sur la question juive: Der Antisemit ist der Mensch, der ein unbarmherziger Felsen, ein rasender Sturzbach, ein vernichtender Blitz sein will. Alles nur kein Mensch. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Wir haben noch gut 15 Minuten. Ich darf um Fragen, Anmerkungen bitten. Vielleicht er hat auch eine messianistische Akzent. Hinweis dazu ist dieser vorherige Vortrag, wenn es war diese Bemerkung, dass diese alle Gräuel von Krieg ist gar nichts. Aber ich komme aus Polen und ich muss sagen, dass in Polen Antisemitismus hat ganz andere Ausdruck als in Deutschland. Zum Beispiel, dass polnische Sprache hat kein eigenes Wort für Weltjude. Das bedeutet, dass dieser Stereotyp
war ziemlich unbekannt in Polen. Eine Stereotyp, die aber ist, und wie es das eigene Wort, ist Judeo-Bolschewismus oder Judeo-Kommuna. Das ist aber grundsätzlich nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich aber erinnere mich, dass vielleicht ein Grund dafür ist, dass Juden in Polen hatten konstituiert seine eigene Volk, der war sehr sichtbar und auch sehr aktiv. Ich war sehr überrascht, wenn ich habe mich bei Geschichtslehre gesehen, dass im polnischen Parlament in der Zweiten Republik war SVW 8 unterschiedliche jüdische Parteien. Es waren Zionisten, es war Bund oder jüdische Sozialisten. Es waren etwa 6 unterschiedliche Parteien für Orthodox-Juden und sogar ortgebunden, etwa wie Orthodox-Juden von Ostgalizien, Orthodox-Juden von Westgalizien und so. Das bedeutet, dass die polnische Erfahrung war, dass die Juden sind sehr anarchisches Volk, etwa was kann man auch in Israel jetzt sehen, und auch dass sie sind auch etwas wie ähnlich zu Polen in dieser Sinne, dass viele Juden waren relativ arm. Deswegen, wenn eine Pole sieht, dass viele Juden sind arm, sie streiten so viel mit sich, wo ist dieser Weltjude, der alles kontrolliert? Das ist auch in starker Kontrast zu deutscher Minderheit in der Zweiten Republik. Der hat seine eigene Partei, der wurde sehr eng aus Berlin kontrolliert. Und so weit, dass wenn die Polnische Republik wollte etwas, einen Konflikt auflösen um diese deutsche Minderheit, der beste Weg war, direkt mit Berlin zu sprechen. Die deutsche Minderheit hat nie ein selbstständiges Subjekt in der Polnischen Republik gebildet. Und dazu ziemlich alle Juden in Polen hat Jiddisch gesprochen. Das alles trägt dazu, dass man sagt in Polen, dass das ist ein selbstständiges Volk. Aber zum Beispiel in Deutschland, ich habe ein paar antisemitische Texte gelesen oder so, dass es war immer diese große Furcht, da wir wissen nicht, wer Jude ist. Der Jude Deutsch sprechen. Und sie sind wie uns, aber sie sind nicht uns. Und das ist eine gewisse Furcht oder Angst um Identität, die spielt keine Rolle in Polen. Und ich weiß nicht, warum das ist eine Part von deutscher Identität oder vielleicht das ist Teil von dieser Idee von deutscher Sonderweg, dass die Deutsche können nicht eigene Volk bilden oder ich weiß nicht, als Ausländer, aber das ist etwas bemerkenswert. Aber zurück zu Judeo-Bolschewismus, weil es gibt diese Idee zu Bolschewismus auch, dass die teilweise wurde inspiriert durch eine. Würden Sie bitte zu Ihrer Frage kommen? Kabbalah. Und das war meine Frage, wenn es, wie wurden sich Bezug nehmen auf diese Idee von deutscher Antisemitismus in Zeit von Nationalsozialismus, ich betone das, in Zeit von Nationalsozialismus, als eine Art von Messianismus, der wurde vielleicht teilweise gegen Judeo-Bolschewismus, aber auch gegen Weltjuden eingestellt. Ja, also wenn ich das verstehe, vielleicht, ich weiß nicht, was Sie, das, also was ich davon verstehe, ist, wenn Sie so wollen, Hitler ist früh davon ausgegangen, und das gehört zu diesem Mythos eines Rassenkampfes, der auf eine letzte Entscheidung zugeht. Und dieser Rassenkampf wird eben ausgefochten von einer Herrenrasse und dem jüdischen Volk. Das wird dann natürlich mit den Protokollen, die für Hitler selbst auch eine sehr große Rolle gespielt haben, wie man in Mein Kampf lesen kann, verquickt. Das ändert für mich nicht das Problem, weil es sich eben halt grundsätzlich um ein Narrativ handelt, das eben, wie ich auch denke, in Deutschland keine faktische Referenz hatte. Das kann ich dazu sagen.
Nächster Redner Herr Thome, dann Herr Sommer, Herr Stried und Herr Esbach. Ja, vielen Dank. Ein sehr schöner Vortrag. Vielen Dank. Ich finde diese Einbeziehung von Nierenberg sehr wichtig in dem Zusammenhang. Und denke, die Schlüsselstelle liegt natürlich an dem Punkt, wo diese Projektion, von der Sie gesprochen haben, dieses Bild, was da gezeichnet wird, kommunizierende Röhren unterhält zu den Handlungen, die auf der Basis dieses Bildes vollzogen werden. Und das ist natürlich was, was Nierenberg selbst sehr interessiert. Also es ist eben ein Unterschied, ob meinetwegen Shakespeare den Kaufmann von Venedig schreibt oder ob irgendein, oder Marx auch die Judenfrage, oder ob irgendein Text, der die Juden als Feindbild generiert oder zeichnet, dann politisch umgesetzt wird. Sei es von derselben Person, sei es von jemand anderem. Und mir ist jetzt noch nicht klar geworden, ich frage einfach nochmal, wo Sie sich da jetzt positionieren, genau zwischen Arendt auf der einen Seite, sagen wir mal, und Sartre auf der anderen Seite, bezogen auf dieses Thema der Realität, das ja zwei Facetten hat. Einmal die realen Taten, die aus so einer antijudaisch-jüdischen Ideologie kommen. Andererseits gibt es irgendein reales Verhalten von Juden, das in irgendeiner Weise, Sie haben es ja beschrieben, korreliert oder nicht korreliert mit dem Bild, was man von den Juden hat. Da gibt es ja zwei sozusagen Verbindungen. Ja. Das ist für mich eine allgemeine Frage. Also es gibt dann ganz sicher auch sozusagen ganz unschuldige Formen von Antijudaismus, zum Beispiel Wittgensteins Selbsthass. Ja? Also der würde ja deshalb jedenfalls sich nicht umbringen, obwohl er es vielleicht versucht hat. Das ist einfach ein Versuch, mit sich selbst klarzukommen. Ja, ja. Und es gibt natürlich die anderen Versionen. Und da wäre dann die nächste Frage, ob man jetzt Heidegger sozusagen in die unschuldige Ideologieschublade tut, weil er halt so spinnert ist, dass dieser Antisemitismus oder Antijudaismus mit nichts in der Wirklichkeit zu tun hat, sondern eben nur irgendeine seinsgeschichtliche Position besetzt, oder ob es in irgendeiner Weise eine Beziehung zwischen dieser Lesart und seinem eigenen Handeln gibt. Und ich frage das nicht, weil ich schon die Antwort wüsste, weil man kann ja sein NS-Handeln durchaus zu einem großen Teil völlig unabhängig von irgendeinem Antisemitismus charakterisieren. Ja, danke schön. Also ich würde mich persönlich schon auf der Seite Nierenbergs positionieren und selbstverständlich, also ich habe das auch versucht darzustellen oder angemerkt, dass es hier um eine Explikation einer narrativen Figur geht, nicht bedeutet, dass diese politischen kein Impact gehabt hat. Also das ist ja klar, dass die Protokolle der Weisen von Zion, wenn Sie so wollen, eine katastrophale, wenn man so will, eine katastrophale Praxis auch hinten dran hatten. Also das scheint mir ganz klar zu sein. Und ich würde in dem Zusammenhang dann natürlich, selbstverständlich kann man so interpretieren, man kann so einen ironischen Selbsthass der Juden, den ich eben halt auch als so einen narrativen Effekt betrachten würde, den muss man natürlich trennen von, sagen wir mal, Heydrichs, keine Ahnung, Entlösungsplan. Aber was doch vielleicht zu sagen ist, ist, dass das auf irgendeine Art und Weise miteinander zusammenhängt. Und dass es doch eben dieses große, das ist ja das, wie ich finde, sehr eindrückliche bei Nierenberg, dieses große Narrativ eben gibt. Ja? Und dass die westliche Welt mit diesem Narrativ irgendwie, also dass sozusagen ein Baustein dieser westlichen Welt ist. Nach wie vor übrigens. Und das
dass dann aber in der Tat, also ich wollte jetzt nicht damit Heidegger verteidigen. Also es ist nicht in einer Heidegger-Apologie, die jetzt dabei herauskommt, indem ich sage, das ist ja ganz unschuldig, weil es keine reale Referenz hat. Ganz im Gegenteil, ich wollte eben sagen, dass Heidegger mit dieser Referenzlosigkeit mit in diese Geschichte hineingehört. Was dann eine andere Frage ist, und das schließt an den Vortrag von Herrn Angern an, wenn das ebenfalls halt für die Philosophie, für die Seinsgeschichte überhaupt gilt, dass sie so völlig referenzlos ist, dann kommt jetzt da hinten dran auch noch dieses philosophische Scheitern hinzu, aber das wäre dann eine andere, vielleicht eine andere Frage. Mir scheint Ihr Ansatz, nach der Funktion des Judentums in der seinsgeschichtlichen Konstruktion zu fragen, sehr einleuchtend. Was mich jetzt interessiert ist, weil Sie sich am Ende Ihres Vortrages dazu noch nicht so ganz konkret geäußert haben, wie denn die Spezifität dieser Funktion beschrieben werden kann. Man hat ja das Gefühl, es könnten eigentlich auch die Radfahrer sein. Also er ist natürlich in diesem antisemitischen Diskurs drin, das ist schon klar. Er hätte auch von der Weltradfahrerverschwörung reden können oder vom Weltradfahrertum, um sozusagen zu projizieren. Sie sprechen ja auch in Ihrem Buch von diesem manichäistischen Grundansatz, aber dann spielt es eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr, was man für eine Schablone braucht. Man nimmt zum Beispiel die gerade in der Zeit aktuell war, wie eben Judentum, Antisemitismus. Ich möchte aber trotzdem wissen, gibt es nicht doch sozusagen Binnenspezifizierungen? Nach dem Vortrag von Herrn Angern hat man ja den Eindruck, das ist alles eben derart von allen Oberflächen weg, dass es sozusagen nur eine in sich rotierende, höchst allgemeine ja eben Seinsgeschichtsmaschine ist, die jede Spezifität verloren hat. Und es ist egal, ob er dann Amerikaner sagt oder Russen sagt oder Juden sagt oder Radfahrer sagt. Es ist einfach ein Amti, das er dagegen setzt. Man kann das schon, wenn man sich das anguckt im Einzelnen, was er über die Juden sagt, welche Attribute er ihnen zuschreibt, dann kann man schon meiner Ansicht nach das relativ deutlich sehen, aus welchen in der Zeit liegenden banalen Stereotypen das herkommt. Also das Rechnen, ich meine Gott, dass sie Juden gut rechnen können, ja, als narratives Attribut, das kennt man. Das sind alles Dinge, die gewissermaßen auf der Straße lagen, die Heidegger da die er einfach übernimmt. Und dass daraus dann so diese Funktion entspringt, also dass diese narrativen Attribute diese Funktion übernehmen können, ja, ob das jetzt, ich meine, ein Einzug dieses Narrativs ist natürlich, dass schon in den 20er Jahren die antisemitische Figur aufkam, die zwischen dem Judentum und der Moderne eine Identität behauptet hat. Ja. Juden sind kritisch, intellektuell und so weiter, ja. sind Vertreter der Moderne. Es gibt selbst in zionistischen Diskursen, die eben also eine jüdische Selbstkritik vor diesem Hintergrund vollziehen. Dass das Judentum der Hauptrepräsentant der Moderne sei, das gehört mit dazu. Und ich denke, in dieser Hinsicht könnte man fast sagen, das moderne Subjekt, ja, das ist sozusagen der Jude für Heidegger. Ja. Das ist, also das sind wir. Wir sind eigentlich ständig mobil, ja, leben an keinem Ort, entwurzelt, ortlos und so weiter. Insofern lässt sich das, glaube ich, relativ klar so zeigen, warum gerade der Jude, das Weltjudentum, das Judentum diese Rolle hat übernehmen können. Vielen Dank.